Unser Winnie hat mal wieder kräftig zugelangt und zwar beim traditionellen Froschkuttelessen in Riedlingen bei Biberach. Dort gab es einen dampfenden Teller mit der leckeren Mischung aus Innereien vom Schwein und Rind. Ja, richtig gehört, Frösche sind da natürlich keine drin. Für Winfried Kretschmann ist das aber dennoch immer ein besonderer Gaumenschmaus, weil die Kutteln dort, so der Ministerpräsident, im richtigen Rahmen geschlotzt werden können. Zusammen mit knapp 300 Narren und das sind allesamt Männer. Nur die dürfen am Tisch Platz nehmen. Frauen sind von diesem Festmahl seit jeher ausgeschlossen. Aber natürlich nicht bei uns. Unser Kollege Simon Schwörer hat sich ein paar echte Kutteln aus der Heimat mitgebracht und in der Innenstadt zum Geschmackstest aufgefordert. Aber hat er die Menschen dort auch von der Innereien-Spezialität aus Oberschwaben überzeugen können? Das hier ist echtes schwäbisches Gröschts und es kommt aus Riedlingen. Riedlingen deshalb, weil da heute der Ministerpräsident Kretschmann sitzt und genau sowas isst. Das sind im Prinzip Innereien in brauner Soße und wir schauen jetzt mal, was die Stuttgarter davon halten und ob es ihnen auch schmeckt. Eins auch, sehr gut. Haben Sie denn Erfahrung mit Kutteln oder ist es jetzt das erste Mal, dass Sie Kutteln essen? Nee, meine Mama hat immer Kutteln gemacht und ja, schmeckt mir immer eigentlich. Können Sie jeden Tag essen, wenn es sein müsste. Sehr gut. Super Kuttler. Mir fehlt ein bisschen die Säure, aber so im Großen und Ganzen sind sie wunderbar. Naja, es geht. Jetzt lass mich probieren. Gib mir füttere mich. Wie soll der? So schlecht ist gar nicht. Ja. Jetzt weiß ich, warum. Wenn das der Kretschmann ist, dann könnte es mir ja, also kann es gar nicht so schlecht sein, oder? Ich habe noch nie in meinem Leben Kutteln gegessen. Dann probieren Sie doch jetzt mal. Okay. Ich bin gespannt. Ich kenne Pfälzer Saumarke, Blut- und Leberwurst, aber Kutteln? Schmeckt nach Leber. Leber drin, oder? Was ist da noch drin? Alle möglichen Innereien. Okay, sagen Sie nichts mehr. Schmeckt aber lecker. Hervorragend, so wie bei Oma. Das Auge isst mit, schon wie das aussieht. Ich finde das ganz furchtbar. Und der Geruch? Ja, ja, das geht jetzt, also so schlimm ist es nicht. Ja. Aber das ist jetzt so eins von den schwäbischen Sachen, die ich wirklich nicht mag. Und ich bin nicht heikel, ich esse nicht alles. Und keine Kuttler! Gerade junge Leute kennen, glaube ich, Kutteln gar nicht so großartig, gerade vor allem hier in Stuttgart. Die essen es auch gar nicht, allein vom Namen her. Also wenn ich meinem Sohn sage, es gibt Kutteln, dann sagt er bäh, obwohl er es nie probiert hat. Gell? Ja. Mein Fazit hier vom Kutteltest, die Leute waren eigentlich, die meisten zumindest, ziemlich offen zu den Kutteln. Trotzdem ist noch einiges übrig geblieben und das ist ja auch gut für mich, weil ich habe tatsächlich noch ziemlich viel Hunger auf Kutteln und mir schmeckt es auch ganz gut.